Den kann ich auch nicht schlagen. Ja, furzt mal wieder. Er furzt wieder. Oh mein Gott. Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Lion Kingdom. Ja, wir sind hier wieder in unserer Welt und ich habe ein paar Themen zu sprechen. Ja, ein paar Themen zu sprechen. Erstmal, ja, ich bin hier gerade vor meinem Haus oder vor unserem Haus. Wir sind hier auf Entdeckungstour gegangen und ja, ich bin halt auf Suche gegangen nach Käfern. Ich muss da ein bisschen leiser stellen, kurz. Ich bin auf der Suche gegangen nach Käfern und ich habe auch welche gefunden, habe mir noch was geholt von Timon und Pumba. Und jetzt habe ich auf jeden Fall, ja, jetzt habe ich auf jeden Fall ein paar Sachen von Timon und Pumba geholt. Und ja, dann habe ich die Folge aber aus Versehen bei Fraps gelöscht, weil ich lösche manchmal meinen Fraps-Ordner einfach mal so, wenn ich Bock habe. Und dann habe ich das halt auch gemacht, habe ich die Folge gelöscht und jetzt habt ihr halt das Ganze nicht gesehen, war eh nicht so spannend. Aber auf jeden Fall habe ich hier was in der Hand, zwar ist es ein Banana Sapling, ich mach mal kurz too many items weg. Nein, ich habe das nicht gecheatet. Und da können wir halt uns Bananas holen und unsere ganzen Sachen sind weg. Was? Nein. Nein. Das ist nicht euer Ernst. Leute, unsere ganzen Sachen sind weg. Pumba ist da. Wo ist Timon? Wo ist Timon, du Arsch? Hä? Ich habe eigentlich den Lion King noch drin. Was? Zum Teufel. Ja, okay, dann machen wir diese Folge ohne diese ganzen Sachen. Auf jeden Fall werde ich dann jetzt die Sachen mir dann wieder schienen. Ich weiß nicht, was passiert ist, Leute. Auf jeden Fall haben wir diesen Banana Sapling. Jetzt setzen wir den einfach mal. Oh Gott. Jetzt das Ganze nochmal einfach sammeln. Ist aber egal. Ich stelle jetzt einfach mal auf Peaceful, weil ich jetzt echt keinen Bock habe und echt keine Lust habe auf diese ganzen Hyänen. Und bei uns sind richtig viele Sachen weg. Jetzt haben wir hier noch das Banana Wood. Das brauchen wir aber auch nicht irgendwie. Müssen wir dann halt mal kurz zurücklegen. Ja, ich lasse die Musik jetzt hinten immer durchlaufen. Von Sushimaru ist sie gerade. Ich mache dann immer so Wechsel zwischen Sushimaru, DJ Rock und der German Let's Play Playlist, also von incompetech.com. Und ja, die lasse ich halt hinten dran laufen immer. Während ich hier kommentiere, bringt noch ein bisschen mehr Stimmung rein. Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht immer Bock, dann immer, wie sagt man das, die ganzen Tonspuren von den Musikdateien da einzufügen und dann das alles noch richtig zu bearbeiten und so. Nee, das nervt mich mit der Zeit. Ich möchte es mir einfach machen und ich habe es mir einfach gemacht. Also eigentlich ganz einfach. Und ja. Und jetzt, wie manche es schon sicher gehört haben, habe ich ein anderes Mikrofon oder Headset. Und zwar nehme ich jetzt mit dem Logitech G35 Headset auf. Ich weiß nicht, noch nicht, ob es besser ist als das normale, was ich davor hatte, das Mikrofon Blue Snowball da. Auf jeden Fall ist da weniger Rauschen bei, weil das Blue Snowball hat wirklich so einen hohen Pegel gehabt und hat da jeden einzelnen Sound mit aufgenommen von dem Laptop. Immer dieses ja, Gedröhne da hinten dran. Ne, und ja, auf jeden Fall habe ich jetzt ein neues Headset, das hat mir 100 € gekostet. 100, verdammte Scheiße, 100! Und das finde ich wirklich richtig geil. Also ich kenne wirklich kein besseres Headset, was so eine gute Audioqualität hat. Und ja, mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu sagen. Gibt es noch was zu sagen? Ich weiß, dass ich noch irgendwas sagen wollte, aber ich habe es irgendwie vergessen. Ach ja, warum in letzter Zeit so wenig Videos von mir und von mir kommen? Von Daniel kommen ja in letzter Zeit mehr Videos als von mir. Und das liegt daran, dass Daniel einen neuen Kanal, würde ich schon sagen, dass fast gar keiner aus diesem Kanal hier Daniel kennt. Das ist mir immer auch wieder aufgefallen, wenn ich auf Servern bin, werde ich angeschrieben und Daniel wird dann nie angeschrieben. Also, wir wollen euch zeigen, dass nicht nur ich auf dem Kanal bin, sondern auch Daniel. Und ich würde euch bitten, dass ihr es dann auch akzeptiert. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ich gehe dann jetzt einfach mal wieder Holz hacken und so. Und jetzt finde ich nicht zu dem Haus zurück. Ah, da geht's lang.
muss einfach nur auf die Reis-Minimap gucken und jetzt muss ich wieder zum Haus gehen und das alles machen und bla bla bla. Haben wir wenigstens unser Eisen noch, das würde mich echt freuen. Sonst muss ich mir nämlich das alles wieder cheaten. Und darauf habe ich echt keinen Bock. Ja, unser Eisen haben wir noch. Okay, dann können wir wenigstens unsere Rüstung wieder machen. So. Und dann brauchen wir noch Schuhe. Schnell anziehen. So, wie gesagt, die Musik ist von Sushimaru. Sushimaru, nicht Sushimaru. Und der macht wirklich krasse Beats. Krass. Einfach nur. Ich glaube, das sind sogar mehrere Leute. Ich habe keine Ahnung wirklich. Auf jeden Fall habe ich mir da so eine kleine Playlist geschnappt und lasse jetzt währenddessen ich das Let's Play hier mache, einfach mal so zwischendurch laufen. Habe ich einfach mal Bock drauf. Gefällt mir eigentlich auch sehr. So, jetzt mache ich mir eine Iron Pickaxe. Ich muss gucken, ob der Baum noch steht. Ich muss hier kurz noch meinen Waypoint setzen. Add. Ja, das ist alles gut. So, da ist unser Waypoint mit Home. Und wo sind zum Teufel ist Timon eigentlich? Ich finde hier nur Pumba irgendwie. Timon ist hier gar nicht mehr. Das finde ich ein bisschen komisch und den kann ich auch nicht schlagen. Ja, furz mal wieder. Er furzt wieder. Oh mein Gott. Okay, das ist. Naja. Ich suche mal kurz den Spawner von Timon und Pumba. Also, wenn es davon einen gibt, hoffe ich einfach mal, damit ich den spawnen kann. Sonst muss ich mir die Sachen nämlich immer cheaten oder so. Und darauf habe ich echt keinen Bock. Weil ich will das ja alles ohne Cheats hier spielen. Oh, jetzt kann ich mich auch zurücklehnen, während ich zocke. Das ist richtig gut. Sonst muss ich mich immer da so nach vorne lehnen. Ne, gibt es anscheinend keine Spawner. Ist aber auch egal, darum wollen wir uns jetzt nicht kümmern. So, da oben ist nichts. Doch, natürlich ist da oben was. Da oben ist unser Baum. Unser richtig fetter Baum. Aua. Jetzt müssen wir aber hoch, da hoch auch gehen. Ich glaube, unser ganzes Inventar wurde ab weggemacht. Ich bin anscheinend irgendwann mal ohne Lion King Mod in die Welt hier gegangen oder so. Ich hab. Das ist so scheiße. Und ich hatte nicht mal ein Backup von der Welt, das ist das Behindertste. Dachte ich, mache wieder richtig gut. So, da ist der Baum. Ich gehe mal auf den Baum hoch und guck mal, ob da wenigstens noch die guten Sachen drauf sind oder ob da noch der Typ drauf ist, dieser Rafiki! Genau. Rafiki. Okay, back. Exit-Menü. So, wie lange ich schon aufnehme, weiß ich gar nicht. Ah, doch, weiß ich. Ich muss es einfach zu Ende laufen lassen und dann habe ich es eigentlich auch schon. Das kann ich an der Musik ablesen. Ist auch eigentlich wieder nur ein Vorteil. Ah, da ist Rafiki. Okay, Rafiki ist noch da. Okay, ich muss. Warte, was laber ich da, ey? Ich muss jetzt mit dem tauschen halt die ganzen Hyänenbohnen, aber die habe ich noch nicht alle. Deswegen muss ich die noch sammeln und so, ne? Und das mache ich dann auch irgendwann mal später. Das Texture Pack ist wieder von. Was heißt hier wieder? Das ist von Luke Place. Ja, das ist auch wieder. Ich hatte ja schon mal ein Texture Pack von Luke Place drin. Auf jeden Fall ist es das von Luke Place. Ich habe keine Ahnung warum. Ich finde das einfach irgendwie. Das ist genau das gleiche wie das Default Texture Pack. Aber es hat halt Bierkrüger als Essensleiste. Das finde ich irgendwie cool. Habe mich irgendwie daran gewöhnt. Ich habe auch keine Ahnung, warum ich das irgendwie so toll finde. Aber ist eigentlich nur das Default Texture Pack. Mit ein paar anderen Texturen. Also jetzt nichts gegen den Texture Pack, Luke, falls du das hier siehst. Aber ja, ich finde es halt nichts so Besonderes. Es wurde auch nicht viel verändert eigentlich. Und ja. So, ich gehe jetzt mal nach Hause. Jetzt muss ich alles nur noch überprüfen. Die Aufnahme geht nur noch 30 Sekunden, merke ich gerade. Das ist mal wieder richtig schlecht, ne? Ich versuche mal genau einen Stopp zu machen, wenn das so. Nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Okay, da muss ich das dann offscreener cheaten, alles. Ich gucke mir dann nochmal die Folge an und dann mache ich das halt, ne? So, ich ziehe das mal kurz ein bisschen weiter darüber. Damit ich sehe. Ah! Jetzt habe ich das irgendwie grün
größer gemacht, das finde ich nicht. Okay, tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen leiser bin. Ich muss es hier gerade einstellen mit dem Musikplayer. So. Dann war es das auch schon mit dieser Folge. Es war leider eine kleine Fail-Aufnahme. Kann man so nennen. Ja, irgendwie schon. Aber auch irgendwie nicht. Auf jeden Fall war es das dann von dieser Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Das war's von mir. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein beim Lion King Mod. Tschö.